Stuni-TV mit Daniel Dobis. Der war in seiner U18-Zeit einer der ganz großen Talente. Götz Markus gegen Seifert Rosi, Tisch Nummer 3. Und dann kam er so ein bisschen in seine Partyphase, Discophase. Hat nicht mehr so regelmäßig trainiert. Und wenn er früher nahezu auf jedem Turnier zu sehen war, habe ich ihn jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen. Ist auch mit Freundin unterwegs, hat also offensichtlich andere Dinge zu tun. Das ist ja auch okay so. Ein bisschen schade natürlich um dieses Riesentalent. Nicht nur, dass er offensichtlich nicht mehr so konsequent trainiert, er ist auch einer, der sehr verspielt ist, der also schon im Training wenig Disziplin zeigt, sondern lieber sich bewegt und sich besondere Schläge einfallen lässt. Da ist auch immer ein Show-Effekt dabei, so ist er halt. Und das geht letztendlich alles ein bisschen summa summarum natürlich auf die Leistung, zumindest auf eine konstante Leistung. Da spielt er das öfteren Mal immer zwischen Genie und Wahnsinn. Muss ja wohl eine Menge Punkte vorgeben. Und er hat es eigentlich drauf, durchaus sicher anzugreifen. Er hat beides drauf, riskant anzugreifen, unglaubliche Schläge auszupacken, aber auch sicher anzugreifen, sicher im Spiel zu halten. Und die richtige Mischung wird jetzt hier gefragt sein. Ich habe keine Ahnung, ich schätze mal 6 Punkte, kann sein, dass er ihn vorgeben muss. Und möglicherweise spielt der Kollege hier mit einem Lack.